Hier ist Lisa Eckert! Kinderradioshow, Lisa Eckert, Kinderradioshow. Kein Zweck heiligt das Mittelmaß, sie sucht den gefährlichen Spaß, Lisa Eckert. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Das freut mich sehr für Sie. Ich wollte Ihnen erst ein bisschen ins Gewissen reden, weil ja Weihnachten bevorsteht. Also, dass wir alle ein bisschen mehr teilen sollten, ein bisschen mehr geben und nicht so geizig sein. Aber ich bin ja jetzt schon lange in Deutschland und ich habe festgestellt, Sie, die Deutschen, Sie sind gar nicht geizig. Meine Güte, Sie haben so viel gespendet damals für den Wiederaufbau von Notre Dame. Und das fand ich schön. Das waren die ersten Reparationen, die Sie freiwillig bezahlt haben. Ja, das fand ich gut. Mich hat das damals wahnsinnig mitgenommen, müssen Sie wissen, als Notre Dame in Flammen stand. Eh klar, mich als Österreicherin. Unser Nationalsymbol hat ja auch einmal gebrannt. Aber wir haben ihn wieder hingekriegt, den Niki Lauda. Und ja, aber das war nicht einfach, ja, das war wie Notre Dame, Dachstuhl völlig ausgebrannt, aber wir haben ihn kostengünstig saniert, ja, rote Mütze auf und Ketchup. Ja. Ich bin so erleichtert, dass Sie da lachen. Sie können sich vorstellen, ich werde ja immer wieder mit diesem dummen Vorurteil konfrontiert, sind Männer lustiger als Frauen? Ein für alle Mal. Ja, man muss es sagen, wie es ist. Frauen ist es nicht gelungen, ganz im Gegensatz zu Juden, ihre stete Unterdrückung zu nutzen, um einen genuinen Humor zu entwickeln. Das war früher auch nicht schlimm, ja, weil Frauen brauchten nicht lustig zu sein. Wir waren ja schön, charmant und mysteriös. Aber dann geschah es. Der Feminismus sagte Frauen, ihr müsst nicht schön sein. Der Chauvinismus sagte Frauen, ihr müsst nicht klug sein. Und leider haben sie beiden geglaubt. Ja, jetzt stehen sie dumm und hässlich da und wollen zumindest lustig sein. Nur leider hat das nicht ganz funktioniert. Wenn heute von einer Frau gesagt wird, das ist eine Lustige, dann heißt das, dass sie gerne säuft. Ja. Es ist nicht einfach in dieser Szene, sage ich Ihnen, bei so vielen Männern. Sie können sich vorstellen, wenn ich mit denen allein im Backstage bin, da kommt es immer wieder vor, dass mich alte Männer, ja, alte weiße Männer, dazu zwingen, sie zu duzen. Und ich will das einfach nicht. Aber manchmal gebe ich nach, aus Angst, dass sie sonst nicht mit mir schlafen. Ja, es ist schlimm, ich werde die ganze Zeit belästigt und leider nicht mal sexuell. Aber kein Mensch beschwert sich über platonische Belästigung, wie dieses dauernde Geduze, dieses ständige Umarmen, Küsschen hier, Küsschen da, ich mache das ganz paranoid, da glaube ich immer, man verrät mich schon wieder an die Römer. Können wir uns nicht wieder die Hand geben? Aber die Handschlagqualität lässt bei vielen zu wünschen übrig. Selbst Männer schütteln sie oft so lose, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, wie die zu Hause onanieren. Ja, bei sowas, da bin ich weg. Ja, das interessiert mich nicht, weil ich mir da schon genau vorstellen kann, wie labbrig der mich später würgt. Zeiten ändern sich. Wenn ich zurückdenke, ich musste sogar meine Eltern noch siezen. Aber wo hört man heute noch, ich danke Ihnen, Herr Papa, für jede einzelne Levite. Kraft Ihrer Schläge auf meinem Popo habe ich heute keine Zellulite. Selten geworden, der Spruch, ja. Aber früher war das ein guter Indikator. Ob jemand seine Kinder haut, sieht man an der Bindehaut. Daran konnte man sich halten. Sie sehen, ich bin selbst eine gute Pädagogin. Ja, ich kann es auch kaum erwarten, selbst ein Kind zu haben. Derzeit muss ich leider noch warten. Ich muss warten, bis mir die Wissenschaft ermöglicht, für ein Kind nicht mein Genmaterial mit dem eines anderen, wie soll man sagen, strecken zu müssen. Nein. Ich möchte ein hochkonzentriertes Abbild meiner selbst und nicht so einen verdünnten Bastard. Ah, es hat die Augen seines Vaters.
soll es nur dann heißen, wenn ich sie ihm zum Spielen gebe. Ja. Ja, mir ist es sehr wichtig, so ein bisschen Zucht und Ordnung. Das findet in Berlin wahrscheinlich keinen großen Anklang. Ja, hier haben sie ja alle eher so einen kommunenartigen Ursuppenfetisch, der nicht viel Wert auf Grenzen legt. Aber gerade deswegen möchte ich hier ansprechen, diese leidige Toilettendebatte. Das langweilt mich schon so. Und wissen Sie, ich hätte da eine Lösung, die das für immer regeln würde. Ich würde sagen, wir behalten zwei Toiletten, wir ändern nur die Piktogramme. Statt Männchen und Weibchen, Tröpfchen und Häufchen. Verstehen Sie? Statt einer Trennung nach Geschlecht, eine Trennung nach Geschäft. Wie klein ist doch der Unterschied zwischen Mann und Frau verglichen mit dem Unterschied zwischen einem Uringeplagten und einem Stuhlgetriebenen. Ja? Hier ein sekundenschneller Blitz, da ein zäher Stellungskrieg. Das soll man nicht vermischen. Sie kennen das ja. Ich meine, mir geht so, wenn ich vor der Kabine warte, während mir die Blase birst, dann habe ich keine Toleranz für so einen chronisch Konstipierten. Bin aber ich selbst die Verstopfte. Dann möchte ich mich doch in Ruhe ausdrücken können. Vor allem, wenn ich seit Tagen nicht konnte. Die Darmflora ist schon zur Darmfauna mutiert. Ja, alles steht da vor dem After wie Josef K. vor dem Gesetz. Aber der Türhüter lässt ihn nicht raus. Und ja, dann auch beim Händewaschen, das geht einfach nicht zusammen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Stimmungen. Hier die fidele Euphorie eines frisch Entsafteten. Da postnatale Depressionen der fäkalen Wöchnerinnen. Das ist... Nein, aber ich möchte ja jetzt eigentlich nichts Spaltendes machen, sondern was Besinnliches. Wie gesagt, jetzt kommt Weihnachten auf uns zu und ich würde mich so freuen, wenn es ein bisschen friedlich ablaufen würde. Wissen Sie, was da sehr helfen würde? Wir bräuchten wieder mal ein ordentliches Feindbild, auf das sich alle einigen können. Ja, dann wäre es wieder harmonischer. Ein Feind sowohl für die mit Bildung als auch für die mit Abitur. Das wäre was Schönes. Ja, ich finde, dass das in Deutschland sehr fehlt derzeit. Ich meine, sie hatten den perfekten Feind früher mal, den Franzosen. Ja, ein Volk, das zu hassen von guten Manieren zeugt. Ohne die Feindschaft mit dem Franzmann gäbe es Deutschland überhaupt nicht. Ohne die wären sie noch heute ein bastardiöser Wolpertinger. Vieler wundbrandig vernähter Großherzog und Fürstentümer, weniger ein Flickenteppich, den föderale Schuppenflechte. Hier und da patriotische Busteln auf einer sonst eine größen Nation, deren Hobbys nur Adalbert Stifter, Fleckfieber und Bauernkriege und wo man Analverkehr sublimiert, indem alle Speisen in Därme gestopft werden. Aber das ist ihnen zum Glück erspart geblieben, weil sie sich mit den Franzosen ein bisschen hochkultiviert haben. Aber heute fehlt das. Wen hassen sie denn heutzutage? Ja, manche hassen Flüchtlinge. Aber da möchte ich mich einmal wirklich dagegen positionieren. Ich bin gegen Abschiebung. Weil jeder abgeschobene Flüchtling bedeutet bei einem Flug von hier nach Aleppo eine Tonne CO2. Und da muss man ausnahmsweise sagen, Umweltschutz vor Fremdenhass. Ja. Ich weiß, da sind Sie skeptisch, weil natürlich so eine Abschiebung per Flugzeug ist von einer unbezahlbaren Komik. Da ist der wochenlang auf Reisen und in 2 Stunden wieder zurück. Trotzdem, wenn Abschiebung, dann umweltfreundlich zu Fuß. Und zwar ohne Proviant, weil die werfen die Plastikflaschen sonst sicher irgendwo am Boden und finden dann anhand des Mülls wie Hänsel und Gretel sofort wieder her. Das geht ja nicht. Nein, wirklich, wirklich, den Flüchtling, bitte lassen Sie endlich den Flüchtling in Ruhe. Sie brauchen einen Feind, der einen festen Wohnsitz hat. Ein gutes Bruttoinlandsprodukt, weil sonst macht Krieg für ihn keinen Spaß. Und ein Feind, der ihnen idealerweise ein bisschen ähnlich ist, der sie versteht. Was ich damit sagen will: Wollen es nicht wir nochmal miteinander versuchen? nur um der alten Zeiten willen. Wissen Sie noch, Schlesien? Ich weiß, wir haben unsere Gemeinsamkeiten.
aber die können wir überwinden. Da bin ich mir sicher. Vielen lieben Dank. Lisa Eckert! Vielen, vielen herzlichen Dank. Lass uns mal das Mikro nehmen. Ah ja, sehr gerne. Frau Eckert, ich werde jetzt, auch wenn ich jetzt das Duo im Backstage verrate, werde ich jetzt zu Sie zurückkehren, weil ich mich ungern mit diesen alten weißen Männern gemein machen möchte. Sie haben in Ihrem Pressetext sehr, wie ich finde, sehr erfreuliche, intelligente Fragen formuliert. Meine Lieblingsfrage lautete: Wie widersetzt man sich der Spaßgesellschaft, ohne den eigenen Spaß einzubüßen? Haben Sie darauf noch vielleicht eine Antwort? Darf ich die noch zurückgeben? Natürlich machen Sie das mit Ihren Texten, aber... Wie widersetzt man sich der Spaßgesellschaft? Ohne den eigenen Spaß einzubüßen, ja. Wie macht man mit, ohne mitzumachen? Das ist schwierig. Man muss schauen, dass es ein relativ solipsistisches, onanistisches Vergnügen bleibt. Also ich bin auch jetzt, was den Umweltschutz betrifft, weil alle immer so auf den Luxus schimpfen. Und Luxus ist nicht das Problem, das ist der Überfluss. Und diese Überflussgesellschaft heute, ich finde, was der Luxus am meisten an ihr hasst, das ist Gesellschaft. Wir haben auch im Überfluss Gesellschaft und das halte ich für sehr kritikwürdig. Ja? Also wenn jeder mal allein zu Hause bleiben würde und schauen, wie er sich mit sich selbst amüsieren kann. Da gibt es sehr viele schöne Möglichkeiten, die, glaube ich, noch nicht ausgeschöpft sind. Und da beteiligt man sich. Da braucht man nichts dazu. Man muss sich nicht dem Markt unterwerfen. Man zieht sich vielleicht irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung zu. Aber ansonsten ist man da völlig frei. Ja. Ehrlich, einfach wieder mehr selber machen. So live machen. Genau. Ja, so bei der Radio. Viele tolle Sachen, die man, selber machen kann. Du hast ja jetzt gerade deinen ersten Roman fertiggestellt. Ja. Und er trägt den wunderschönen Titel Oh Mama. Ich muss ganz kurz was einschieben, weil wir haben uns gefragt, du bist ja ständig auf Tour. Wann hast du diesen Roman geschrieben? Ich dachte wahrscheinlich so im Zug sitzenderweise. Nein, im Zug kann ich nicht schreiben. Also das ist für mich zu prosaisch. Also, natürlich. Ich habe sie wahnsinnig gerne, gell? Aber wenn ich sie neben mir sitzen habe, dann fällt mir das schwer, den Weltgeist anzurufen. Ja. Nein, im Zug muss ich zugeben, was ich da am liebsten mache, ist die Lindenstraße schauen. Von der ich nicht möchte, dass sie abgesetzt wird. Ich wollte gerade sagen, Chancen hast du ja nicht mehr, leider. Danke schön. Ja, ich versuche immer eigentlich die Extreme zu halten. Entweder ich lese Hegel, die Phänomenologie, oder ich schaue die Lindenstraße. Alles dazwischen kann mir gestohlen bleiben. Das ist so das, wo ich dann schreibe. Ich schreibe zu Hause, also da bunkere ich mich dann ein. Hegel und gucke eben eigentlich Hardrock-Dokumentation über Hardrock. Das ist meine Kombination. Also ich stehe auch auf Hegel. Ich möchte mich ungern gemein machen, jetzt habe ich es falsch. Das machen Sie während der Zugfahrt. Wann haben Sie das Buch geschrieben? Da bunkere ich mich dann ein für einen Monat. Bleib wirklich, also ich habe die Fenster abgeklebt, das ist dunkel. Manchmal trete ich auf den Balkon hinaus und winke. Man soll ja nicht so abgehoben wirken. Ja, richtig. Und wieder eine Verbindung schaffen. Genau, zum Volk. Zu den möglichen Käufern. Exakt. Aber eigentlich geht das am besten zu Hause mit sehr, sehr viel Zigaretten. Ich bin ein begeisterter Raucher. Verstehe ich auch noch so eine Gemeinsamkeit, herrlich. Ja, natürlich. Aber Sie sind ja auch lustig, dann saufen Sie auch zwischendurch. Ich bin eine exzellente Trinkerin in dem Sinne, dass ein Glas Rotwein reicht, mich... effizient. Ja, aber das ist auch das Widersetzen der Spaßgesellschaft. Also man kann sich einschließen und onanieren oder ein Buch schreiben. Es hat vielleicht sogar auch Ähnlichkeiten, fällt mir gerade auf. Also mit dem richtigen System kann man das gleichzeitig. Ja, das muss sich jetzt... Nicht, nein. Es geht wunderbar. Ist natürlich in dem Falle, um auf die Frage zurückzukommen, ich möchte bewusst sagen, dass ich beim Schreiben nicht wirklich viel onaniert habe, weil es geht sehr viel um meine Großmutter und das würde jetzt sehr österreichisch wirken, vermutlich, wenn ich dazu... Verstehe. Also es heißt Oma-Ma. Oma-Ma ist ein wunderschönes Wort. Das ist in der deutschen Sprache ja eigentlich völlig ausgestorben. Ne? Warum hast du das ausgewählt? Ich habe das ausgewählt, weil ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und für mich hat es so diesen, es war für mich immer so eine perverse, schön perverse Verschmelzung eben aus Oma und Mutter, was bei mir tatsächlich so der Fall war. Okay. Also ich habe auch an Muttertag immer wurden Oma-Tagskarten gebastelt, was meine Großmutter sehr gefreut hat, weil solche Karten gibt es nicht.
Es hat sie mehr gefreut, also weniger das Oma, was ich geschrieben habe, als das durchgestrichene Mutter. Das war für sie ein ganz besonderes Vergnügen und deswegen wollte ich das eigentlich aufarbeiten, diese, ihre ganze Lebensgeschichte. Wunderbar, also wir können bald mehr erfahren über Oma Ma. Das Buch kommt, ich glaube, im Herbst nächsten Jahres, genau, ne, ist geplant. Vorher können Sie die wunderbare Lisa Eckert natürlich auch noch auf der Bühne bewundern mit ihrem Programm. Die Vorteile des Lasters, und zwar im Tippi am Kanzleramt hier, da spielst du im Januar. Und zwar vom 24. bis zum 26. Januar. Besorgen Sie sich Karten. Schnell Karten sichern. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie hier waren, Frau ich Eckert. Es war eine Freude. Danke Ihnen, dass ich danke. Lisa Eckert! Danke dir.